Die Fashion-Branche. Eine Milliardenindustrie, die vor allem im Luxussegment boomt. Über 1 Million Euro kann eine einzige Modenschau kosten. Doch was passiert hinter den Kulissen von Studios und Modenschauen? Man muss wirklich einen einigermaßen gestärkten Charakter haben, um da irgendwie wirklich sozusagen überleben zu können. Der Einsatz ist hoch. Extrem-Workout bei 30 Grad im geschlossenen Gummianzug. Um im Fashion-Geschäft Erfolg zu haben, riskieren viele Models Leib und manchmal sogar Leben. Die Wahrheit ist, in der Fashion-Industrie interessiert keinen, ob du tot oder am Leben bist. Hauptsache, du siehst gut dabei aus. Schonungslos berichtet ein internationales Topmodel, was hinter der Hochglanzfassade passiert. Da war dieser Fotograf, der meinte, wenn du mit mir schläfst, bekommst du diesen und jenen Job. Wenn nicht, wird aus dir nie was werden. Die große Abrechnung. Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer im Milliardengeschäft Mode? Die Anziehungskraft dieses Berufes, das ist gefährliches Feuer. Da gibt es viele Fliegen, die von diesem Licht angezogen werden und die sich vielleicht auch verbrennen. Aber das wissen wir gar nicht, weil wir da nichts mit zu tun haben. Manhattan. Ausnahmezustand in der gewaltigsten aller Modemetropolen. Das wichtigste Ereignis der Saison, die New York Fashion Week, zieht weltweit die Stars an. All die Leute, die gemeine Dinge über unsere Welt sagen, tun es, weil sie sich in vielerlei Hinsicht unsicher fühlen, weil sie nicht zu dieser coolen Gruppe von Menschen gehören. Abgründe des Milliardengeschäfts. Ein Topmodel packt aus. In der Fashion-Industrie interessiert keinen, ob du tot oder am Leben bist. Hauptsache, du siehst gut dabei aus. Und wie ein Callgirl es schaffte, Karl Lagerfelds Muse zu werden. Sie ist ein tolles Mädchen, die benimmt sich wie eine kleine Königin, das ist wie eine Prinzessin. Aber dieses Universum hat seine Schattenseiten. Denn es ist gegründet auf der harten Arbeit zehntausender junger Frauen, der Models. In der Fashion-Industrie stehen jeden Tag gigantische Summen auf dem Spiel. 20 Milliarden Euro setzen die Top-10-Unternehmen der Branche in einem Jahr um. Die Models sind wertvoll für die Modeindustrie, denn sie helfen den Unternehmen, ihre Ware zu verkaufen, indem sie einen Traum verkörpern. Eine Sehnsucht nach Schönheit, Schlankheit, Jugend und Glück. Doch welche Opfer diese vermeintlichen Prinzessinnen der Mode bringen, wie ihr Leben wirklich aussieht, dieses Geheimnis behält die Fashionbranche gern für sich. Ich glaube, an jedem Job gibt es gute und schlechte Seiten. Es ist nicht immer einfach. Also es sieht immer glamourös aus, aber es ist es nicht. Die Konkurrenz ist viel härter geworden. Ich weiß auch von Mädchen, die verloren gehen. Die Models sind die jüngsten und schwächsten der Modebranche und laufen durch eine Welt, die so schön aussieht und in der doch die große Lüge lauert. Ich habe Models depressiv werden sehen. Ich habe erlebt, wie sie harten Drogen verfielen oder der Magersucht. Anorexia. Verführung und Sex sind in der Modebranche allgegenwärtig, doch nicht immer freiwillig. Das russische Topmodel Kira Diktia ist weltweit erfolgreich. Ihr sexy Körper und facettenreiches Gesicht machten sie bekannt. Am Ende eines harten Arbeitstages spricht sie Klartext. So sieht der Modelalltag wirklich aus. Da war dieser Fotograf, der meinte, wenn du mit mir schläfst, bekommst du diesen und jenen Job. Wenn nicht, wird aus dir nie was werden. Eine andere baute auf einem Sexskandal ihre Karriere auf. Von Franck Ribérys Escort Girl zum Shootingstar der Pariser Fashion-Szene. In Paris reißen sich alle Leute um. Ich glaube, dass die Erotikbranche und auch die Modebranche natürlich sehr nah zusammen sind. Doch wenn Schönheit das Kapital ist, wer macht den Profit? Und wer bezahlt einen hohen Preis?
Doch wie ergeht es den vielen Models, die nicht in dieser allerersten Liga spielen? Welche Geheimnisse werden unter Verschluss gehalten? Die Mode- und Beauty-Branche lässt sich ungern in die Karten schauen. Aus gutem Grund, sagen Insider. Es ist auch ein brutales, zum Teil, wie ich finde, menschenverachtendes und auch kriminelles Geschäft. Und nur ganz wenige trauen sich, auszupacken und Klartext zu sprechen. Wie Kira. Ich habe das echte Leben gesehen und die Realität ist nicht so glamourös wie die Seiten der Vogue. Sie hat auf den ersten Blick all das erreicht, wovon weltweit Hunderttausende junger Mädchen träumen. Das russische Model Kira Diktia kam mit 16 Jahren aus Moskau nach New York und wurde zum Topmodel. Heute mit 24 Jahren hat sie für viele der einflussreichsten Modehäuser der Welt gearbeitet. Chanel, Prada, Dolce & Gabbana zählen zu ihren Kunden. Kira wurde von berühmten Fotografen wie Ellen von Unwerth fotografiert, war in Zeitschriften wie der Vogue, Elle und FHM zu sehen. Sie machte Werbekampagnen für Nike. Ein internationaler Star, der berühmt ist für seinen wandelbaren Look. Also ich finde, Kira ist ein wunderschönes Mädchen. Ich mag eben die russischen Mädchen so gern. Warum? Weil sie eben so aussehen, als wenn sie von der ganzen Welt hätten kommen können. Die sehen aus wie tolle Amerikanerin, wie wunderschöne Griechin, ein bisschen auch wie Europäerin immer. Und ich finde, sie haben sehr gut proportioniert, haben wunderschöne Körper, sind sehr feminin. Eine Erfolgsgeschichte, deren offizielle Version so aussieht. Eine junge Frau an den schönsten Orten der Welt. Sorglos, glamourös, gut bezahlt. Great, superbe, voilà, perfekt. Am Strand der Hamptons posiert Kira für den französischen Starfotografen Antoine Verglas. Früher waren das die Bilder, aus denen ihre Modelträume waren. Heute gehört Kira selbst zu denen, die diesen Traum verkaufen. Denn genau das ist ihr Job. Du musst ein Star sein, du musst leuchten. Du kannst die tollste Produktion haben. Wenn das Model nicht gut ist, kannst du es vergessen. Es steht und fällt alles mit dem Model. Es ist Teil des Modeljobs, zu zeigen, wie glamourös dein Job ist, wie toll dein Leben, wie schön deine Kleider sind, wie einfach alles ist. Ein winziges Apartment in Manhattan. Kira hat wieder nur wenige Stunden Schlaf bekommen. Die 24-Jährige fühlt sich erschöpft, wie so oft. Das russische Model ist gut gebucht. Trotzdem versucht sie, immer noch mehr Jobs anzunehmen. Oft geht sie bis an ihre körperlichen Grenzen. Der Grund dafür ist 7518 Kilometer entfernt und heißt Alexander. Was ihre Kunden nicht wissen, Kira arbeitet im wahrsten Sinne des Wortes für zwei. Ja, ich bin Mutter. Ich habe einen kleinen Sohn. Die Hälfte seiner Zeit verbringt er mit mir, aber er lebt nicht bei mir. Kiras Sohn Alexander kam vor 2,5 Jahren in Los Angeles zur Welt. Heute wächst er bei den Großeltern in Moskau auf. Über den Vater des Jungen möchte Kira nicht sprechen. Von ihm trennte sie sich bereits während der Schwangerschaft. 2200 Euro verdient Kira als Model durchschnittlich am Tag. Doch zum Leben behält sie nicht viel. Ihr ganzes Geld schickt sie nach Russland, baute ihren Eltern und ihrem Sohn dort sogar ein Haus. Den Rest legt sie für Alexanders Ausbildung an. Ich sehe meinen Sohn ungefähr einmal im Monat. Egal, ob ich nach Russland fliege oder er zu mir, ich versuche es so hinzubekommen, dass ich ihn spätestens alle 6 Wochen sehe. Ja, es ist hart. Natürlich möchte ich lieber, dass er hier ist. Aber in Russland lebt Alexander in unserem schönen Haus mit meinen Eltern, wo die ganze Familie sich um ihn kümmern kann. Ja.
Alles, was ich in meinem Leben tue, tue ich für meinen Sohn und meine Familie, nicht nur für mich. Deshalb ist mein Job so wichtig für mich. Ich bin für zwei Personen verantwortlich. Was auch immer ich tue, ich muss einfach erfolgreich sein, egal wie. Ich muss. You gotta be successful. Like, no matter what you have to do, no matter how, you must be successful. Deshalb arbeitet Kira verbissen an ihrem Kapital, dem Körper. In einer Form, die manche vielleicht bizarr nennen würden. Wenn das Model zum Workout geht, hat dies mit normalem Training nicht viel zu tun. Während andere New Yorker an einem heißen Sommerabend ihre Freizeit im Park genießen, zieht sich Kira bei 30 Grad einen dicken Wollpullover und einen Gummianzug an. Denn sie betreibt eine Sportart, die es wohl nur in Modelkreisen gibt. Extreme Workout, eingeschlossen in eine Plastikhülle. Obwohl sie ihre Gesundheit durch die starke Erhitzung des Körpers unter der Gummihaut in Gefahr bringt, versucht Kira durch diese Form des Trainings, so viele Kalorien zu verbrennen wie möglich. Ja, zurzeit mache ich einiges an Workout, weil ich viele Aufträge für Swimwear bekomme. Dafür brauche ich einen sportlichen Körper, der nicht nur dünn, sondern richtig gut in Form ist. Pro Woche mache ich 3 bis 4 Workouts mit Personal Trainer, außerdem Cardio-Training und Muskelaufbau. Außerdem wollen meine Agentur und manche Designer ständig, dass ich abnehme. Schönheit und der unbedingte Wille, es zu schaffen, egal um welchen Preis. Dass dieser Weg sie zum Erfolg führen kann, lernte Kira schon sehr früh. Als Mitglied der russischen Gymnastinnen-Nationalmannschaft schaffte sie es als kleines Mädchen bis an die Spitze und träumte doch von einer ganz anderen Disziplin. Einer Leistungsschau, deren ungeschriebene Choreografie das Letzte von ihren Teilnehmerinnen fordert und in der die wenigen Siegerinnen keine Medaillen bekommen, sondern höchstens einen kurzen Moment im hellen Licht. Model sein ist ein Traumjob. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Job habe. Aber du musst darauf vorbereitet sein, dass dieser Job zu 99% aus Zurückweisung besteht. Außerdem, du bist die ganze Zeit auf Reisen. Du hast kein Zuhause. Du bist immer im Flugzeug. Du bist auf Dauerdiät. Du machst ständig Workout. Aber das ist nichts dagegen, dass du immer wieder Zurückweisung erfährst. Du stehst im Scheinwerferlicht und siehst toll aus und sie kritisieren trotzdem noch an dir herum. Egal wie blendend du aussiehst, irgendeinem wird es wieder nicht gefallen. Was Kira mit Leonardo DiCaprio erlebte. Und der Magerwahn ist nicht vorbei. Schlank bis in den Tod. Gegen das Hungergefühl nehmen viele Diätpillen, Amphetamine und manche sogar Kokain. Die traurigste Bilanz des Milliardengeschäfts. Sie bezahlten ihren Modeltraum mit dem Leben. Vor 8 Jahren kam das russische Model Kira von Moskau nach New York und machte dort Karriere. Doch schnell musste sie lernen, in der Traumwelt herrschen harte Gesetze. Heute wartet auf sie einer der angenehmeren Jobs. Wow, this is nice. Ein Shooting mit ihrem Lieblingsfotografen. Oh! How are you doing? Very good, how are you? Welcome. Beautiful place, very nice, nice looking. Die Location, die Hamptons, einer der mondänsten und teuersten Hotspots an der amerikanischen Ostküste. Hier im Mekka der Superreichen, wo Milliardäre ihre Villen direkt am Strand haben, wird Starfotograf Antoine Verglas Kira in Szene setzen. Mit ihm und seinem Team hat das russische Model schon oft zusammengearbeitet. Bei ihnen weiß sie, dass sie fair behandelt wird, denn das ist in dieser Branche nicht selbstverständlich. Hattest du viele Shootings in letzter Zeit? Ja, im Juni war ich total busy. Viele Jobs, die gutes Geld brachten. Aber manche, naja, die Katalogjobs waren nervig. Der Werbespot hat gutes Geld gebracht und der Kunde war toll. Je mehr sie bezahlen, desto besser behandeln sie dich. Es gibt allerdings auch eine andere Art von Kunden, Designern oder Fotografen. Diejenigen, die glauben, bei einem 4-stelligen Model-Tageshonorar sei persönliche Zuwendung inklusive.
Da war einmal dieser Fotograf, der meinte, wenn du mit mir schläfst, bekommst du diesen und jenen Job. Wenn nicht, wird aus dir nie was. Dass sexuelle Nötigung in der Branche täglich stattfindet, darüber wird nicht viel gesprochen. Doch jeder weiß es. Viele Männer in der Branche können nicht zwischen professioneller und privater Verführung unterscheiden, weiß Fotograf Antoine Vergler, einer der wenigen, denen Kira bedingungslos vertraut. In jeder Branche musst du verführen, dich selbst verkaufen. Natürlich ist das im Model-Business, im Geschäft der Verführung auch so. Die Models versuchen so auszusehen, dass du ein Bild auf sie projizieren kannst. Es ist ihr Job, zu verführen. Manche Männer, geblendet von dieser Schönheit, versuchen dann, das Model näher kennenzulernen, weil sie diese professionelle Schönheit und Freundlichkeit für Interesse halten. Dabei macht sie nur ihren Job. Ein Missverständnis, dass in dieser Branche gern heruntergespielt wird. Bei uns natürlich, da wir mit Models zu tun haben, wenn auf so einer Prêt-à-porter-Schau. Kira hat das Glück, dass sie mittlerweile selbst entscheiden kann, welche Jobs sie annimmt und welche nicht. Im Auftrag einer Kosmetikfirma wird sie sich für den Fotografen heute in eine Meerjungfrau verwandeln. Doch ihre Gedanken sind ganz woanders. Look, yes, of course. This is how I did know. He's so beautiful. Amazing. Ja, ist toll. Ein kleiner Rockstar. Wie heißt er? Alexander. Alex. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er so klein. Ich glaube, dass Kira wie viele Frauen den Preis bezahlt dafür, dass vielleicht ein Teil, ein wichtiger Teil in ihrem Leben fehlt. Ein Ding ist natürlich, Geld zu verdienen, ein Kind zu ernähren. Aber ich glaube auch, dass die ganze Erfahrung, wie das groß wird, wie es die ersten Worte sagt und sagt Mama und sagt nicht Wok oder so. Ich weiß einfach von Frauen, die das machen, die Mädchen und die Kinder dabei haben. Und es funktioniert schon auch. Man muss ein bisschen weniger arbeiten, aber der Preis ist sehr, sehr hoch, definitiv. Etwas, das Kira für sich wohl nicht sehen kann oder will, weil sonst ihr Modeltraum platzt. Und vielleicht hat das etwas mit der Welt zu tun, in der Kira nun schon seit 8 Jahren lebt. Die Fashionbranche, ein eigenes Universum, in dem sich Prioritäten verschieben. Menschliches hat hier wenig Platz. Und was hier wirklich zählt, ist fatalerweise eigentlich unerreichbar. Die perfekte Schönheit. Es ist hart, du stehst immer im Scheinwerferlicht. Du musst immer perfekt sein, aber du kannst nicht perfekt sein. Das ist die Wahrheit, du kannst einfach nicht perfekt sein. An manchen Tagen siehst du toll aus, hast gut geschlafen, deine Haut strahlt, aber an anderen fühlst du dich nicht gut. Das viele Fliegen macht dir zu schaffen, all das, aber du kannst es nicht dem Kunden erklären. Du kannst nicht sagen, sorry, ich habe gerade einen Flug aus Russland hinter mir, ich fühle mich heute nicht so. Ich habe Bauchschmerzen, mein Sohn ist krank, mein Freund hat mich verlassen. Es interessiert keinen, du musst trotzdem brillant aussehen. Für diese Leute ist egal, ob du tot oder am Leben bist. Und Kira beschwert sich nicht. Sie funktioniert, denn eins hat sie in dieser Branche oft genug erlebt. Mangelhafte Ware wird sofort umgetauscht. In der Fashion-Branche ist jedes Mädchen ersetzbar, sofort. Du findest hunderte Models für jeden Vogue-Job. Zehn Stunden dauert Kiras Arbeitstag nun und ist noch lange nicht zu Ende. 3 weitere Motive stehen auf dem Plan. Auch Kira muss sich diesem Druck unterwerfen. Von normalem Essverhalten ist das russische Topmodel weit entfernt. Im Team ihrer Fotoproduktion, das zwischen 2 Shootings eine kurze Pause macht, wundert sich darüber allerdings niemand ernsthaft. Ich kann gar nicht glauben, dass du nur Shrimps isst. Ist das alles? Kira isst schon seit Jahren keine Kohlenhydrate mehr und ernährt sich vorwiegend von Fisch und Meeresfrüchten.
Kira, noch Chips? Nein, danke. Das sind ja Kohlenhydrate. Ich esse alles außer Kohlenhydrate. Aber ich esse sehr viel, deshalb bin ich immer hungrig. Warum lacht ihr? Das ist mein Ernst. Ich esse einfach nur keine Kohlenhydrate. It's true. I just don't need carbs. Ja, der Druck ist wirklich riesig, dünn zu sein, sodass Tausende von Models, vor allem junge Mädchen, nicht wissen, wie man auf gesunde Art dünn bleibt. Um nichts essen zu müssen, nehmen sie Diätpillen, Amphetamine und manche sogar Kokain. Einfach nur, um keinen Hunger mehr zu haben. Natürlich habe ich Models gesehen, die am Set Drogen nehmen. Das letzte Mal vor 3 Tagen. Doch fettleibige Mädchen sind es nicht, die entkräftet vom Laufsteg fallen. Das Problem der Magermodels ist kaum zu übersehen. Man bräuchte nur hinzuschauen. Aber daran hat in diesem Geschäft kaum jemand ein Interesse, solange man gut verdient. So offen macht das ja kein Mädchen. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, welche Mädchen was für Diäten machen. Ich glaube, viele Mädchen essen einfach nicht. Ich glaube, das ist dann die Diät, dass man halt einfach wirklich nicht isst. Und das ist natürlich ein Problem. Das Model-Business, nein, jedes Business erfordert viele Opfer. Wenn du es haben willst, erfolgreich zu sein, musst du diese Opfer bringen. Genau diese Einstellung ist es, die Kira und andere Models aus Russland so beliebt in der Branche. Kira kam mit 16 Jahren auf eigene Initiative von Moskau nach New York und wundert sich manchmal selbst, wie sie das bis heute überstanden hat. Manche Leute in der Fashion-Industrie sagen, Modeln ist wie ein Spiel mit dem Feuer. Und es ist leicht, sich zu verbrennen. Es gibt viele Beispiele von Mädchen, bei denen der Erfolg ihr ganzes Leben zerstört hat. Oder sie können mit der Ablehnung und Kritik nicht umgehen. Diese ganze Welt, New York, die Clubs, die PR-Leute, es ist Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Es gibt so viel Verführung und Versuchung für junge Mädchen. Und viele junge Models sind bereit, einen ebenso verlockenden wie profitablen Pakt einzugehen. Als Freundin eines Prominenten suchen sie Ruhm und Aufmerksamkeit. Auch ich habe Leonardo DiCaprio ein paar Mal getroffen. Es gibt ja eben auch Model-Hunter, muss man sagen. Es gibt Männer, die wollen ein Model. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sport geworden. Doch geht diese Karriererechnung für die Models auf? Zurück in New York beim russischen Topmodel Kira. Auch ihre Karriere könnte jeden Tag vorbei sein. Das weiß die 24-Jährige. 16 Stunden Arbeitstage, ständige Langstreckenflüge und vor allem der tägliche Leistungsdruck beginnen langsam Spuren in ihrem Gesicht zu hinterlassen. Seit 8 Jahren ist sie ein Rädchen im großen Getriebe der Fashion-Industrie. Doch obwohl sie unter den Insidern zu den Topmodels der Branche zählt, kennt außerhalb der Modeszene bis heute kaum jemand ihren Namen. Das soll sich jetzt ändern. Deswegen trifft Kira heute ihre deutsche PR-Agentin Nadja. Hallo. 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 Wie geht's dir? Sehr gut. Du siehst super aus, wie immer. Nein, heute nicht, aber ist ja egal. Ich habe gehört, du warst ein fleißiges Bienchen, hast nonstop gearbeitet? Ja, die ganze Zeit im Flugzeug. Ich kann mich nicht beschweren. Dieser Monat war ganz gut. Worüber die beiden nicht sprechen, jede von ihnen weiß, mit 24 Jahren wird es langsam eng für Kira. Schön, das sind viele. Doch wie wird ein Model von einem schönen Gesicht zur Marke, zum Star, der in die Schlagzeilen kommt? So wie zum Beispiel Zaia. Heutzutage ist das Problem, dass die Modelagenturen sich nicht mehr darum kümmern, dass ein Mädchen zum Star wird. Das war in der Ära der Supermodels in den 90ern, aber das ist vorbei. Heute brauchen Models PR-Experten wie mich. Unser Beruf ist es, Ruhm und Bekanntheit für die Models zu schaffen. So, also wie ich dir erzählt habe, bin ich jetzt im Gespräch mit den Engländern. Ich fliege nach London, um dort mit Top-Managern zu sprechen, ob wir nicht zusammenarbeiten können. Die managen Models? Sie managen Prominente. Ich denke da an
schon einen Fernsehauftritt für dich. Du weißt ja, alles kommt aus England. In Großbritannien sind die großen Reality-TV-Shows eine super Chance für dich. Und die Briten schauen sich auf der ganzen Welt um, wer da noch mitspielen könnte. Und die PR-Agentin hat noch einen zweiten Tipp. Nicht, dass sie es Kira nahelegen würde, doch plötzlich steht bei kohlenhydratfreien Austern und Thunfisch-Tatar noch ein weiterer Karriereentwurf im Raum. Es gibt so viele Models, die auf einmal bekannt sind und man weiß gar nicht so richtig, warum. Haben wir jemals den Namen Bara Faeli gehört, bevor sie Leonardo DiCaprio gedatet hat? Nein. Haben wir von Irina Shayk gehört, vor der Affäre mit Ronaldo? Ich nicht. Wunderschöne Models, aber sie mussten erst Promis daten, um ein bekannter Name zu werden. Ein profitables Bündnis für beide Seiten. Doch für Kira kommt es nicht in Frage. Meine Agentin hat mir schon oft gesagt, ich sollte mit einem Promi ausgehen. Ich habe es auch ein paar Mal gemacht, aber es hat mir nicht gefallen, irgendwelchen Stars hinterherzurennen, nur für die PR. Leo DiCaprio habe ich ein paar Mal getroffen, aber ich bin das Mädchen, das sich dann lieber auf Leonardos Agenten konzentriert. 100 Models rannten Leo hinterher, aber ich seinem Agenten, um Kontakte zu knüpfen. Und es gibt einen weiteren Grund, warum Kira auf diese Art von Karriere-Turbo freiwillig verzichtet. Ihrem Sohn zuliebe. Dem möchte sie eine solche Mutter nicht zumuten. Den 2,5-jährigen Alexander, genannt Sascha, der in Russland bei ihren Eltern aufwächst, sieht sie auch heute wieder nur für wenige Minuten. In einem Taxi, zwischen zwei Terminen, auf einem Smartphone-Display, über Skype. Da, Sascha. Seine Mutter kennt der kleine Sascha vor allem vom Telefon und aus Modezeitschriften. Erst in einigen Wochen kann sie ihn wieder in Russland besuchen. Kira weiß, dass viele Frauen anders entschieden hätten. Doch was in ihrem Gewissen vorgeht, macht sie mit sich selbst aus. Nach außen lässt sie sich nichts anmerken. Ihr Sohn soll seine Mutter nur fröhlich sehen. Ob mein Sohn mir später Vorwürfe machen wird? Ja, er hat das Recht dazu. Wir werden später im Leben in Ruhe darüber sprechen. Ich werde ihm sagen, dass ich es für ihn getan habe. Ich baue seine Zukunft auf, seine Ausbildung. Noch möchte Kira daran glauben, dass die Prioritäten, die sie in ihrem Leben gesetzt hat, richtig waren. Alles zu opfern für ihren Modeltraum, ein paar Momente Magie vor der Kamera. Doch immer öfter gibt es Situationen, in denen sie die Kraft nicht mehr findet, zu strahlen. In denen der Zauber nicht mehr da ist und nur noch Müdigkeit. Ja, ich bin manchmal einsam. Je erfolgreicher ich bin, desto einsamer werde ich. Und nie fühle ich mich so alleine wie dann, wenn ich mit sogenannten Freunden aus der Fashion-Branche zusammen bin. Ob ich mich selber schön finde? Ich würde mich selbst als interessant beschreiben. Sehe ich scharf aus? Ja, ich glaube, ich habe es geschafft, dass ich attraktiv aussehe. Ich würde meine Schönheit als interessante Schönheit beschreiben. Es gibt so viele Meinungen über mich und glaub mir, ich habe zu viele davon zu hören bekommen. Aber bei mir ist es wie mit der Mona Lisa. Egal, wie du sie findest, sie ist immer noch die Mona Lisa. Welches Gesicht von Kira ist nett, das die Schönheitslügen so effektiv verbreitet wie kein anderes Medium zuvor? Es gibt eine Generation vor dem Internet und nach der Einführung des Internets. Die sozialen Netzwerke bekamen eine große Bedeutung, das dürfen wir nicht vergessen. Alle Jobs, die vorher Print waren, sind jetzt online. Die Leute kaufen kaum noch etwas, das sie gedruckt im Katalog sehen. Sie gehen online, googeln und finden, was sie gesucht haben. Es findet alles nur noch im Internet statt und auf dem Computer.
Die Folge? Auch das verzerrte Körperbild der Fashion-Industrie kann nun grenzenlos an die Massen gestreut werden. Die Kunstwelt wird zur Normalität. Die Menschen versuchen verzweifelt, ihren normalen Körper dem Ideal anzupassen. Alle Kampagnen, das zu ändern, zum Beispiel mit Selbstverpflichtungen der Branche zu einem bestimmten Body Mass Index, kurz BMI, scheiterten. Als Spanien irgendwie gesagt hat, wir arbeiten nur noch mit einem bestimmten BMI, dann haben die in die Modelunterhosen Blei eingenäht, damit die beim Wiegen sozusagen einen besseren BMI haben. Das ist pervers, also das ist auch zum Teil wirklich pervers. Wenn überhaupt, könnte sich das System Modewelt selbst von innen heraus ändern. Doch dazu müssten die aktiv werden, die die Macht in diesem Geschäft haben. Wenn man etwas ändern könnte, dann müssten es auf jeden Fall die Designer sein und die Agenten und die ganzen Casting-Menschen. Das wäre halt wichtig, aber da müssen die Designer die Klamotten wieder etwas größer machen und dann eben auch diese Mädchen buchen. Hoffnung gibt es. Einige Designer wie Guido Maria Kretschmer zeigen in ihren Kollektionen, dass weibliche Formen in der Modewelt durchaus ihren Platz haben können. Also ich habe keine Angst vor Hintern und ich finde Po ganz wichtig, weil Po eben weiblich ist und auch eine schöne Silhouette macht. Mir ist es lieber manchmal der Po ist etwas mehr als zu wenig, weil wenn gar nichts da ist, ist es eben oft auch hinten nicht richtig spannend, weil ein Po eben auch bewegt werden möchte. Aber es geht nicht nur um äußere Formen. Der französische Starfotograf Antoine Verglas hat seit Jahrzehnten die schönsten Frauen der Welt vor seiner Linse. Wenn einer wissen müsste, was schön ist, dann er. Und seine Antwort hat mit Optik nichts zu tun. Was macht eine Frau schön? Ich würde sagen, es ist ihr Charme. Du kannst eine sehr hübsche Frau sehen, aber wenn sie kalt oder unfreundlich ist, sagst du, ja, sie ist toll, aber da kommt nichts bei mir an, keine Verbindung. Du brauchst einen Kontakt, eine nahbare Attraktivität, die verbindlich ist. Persönlichkeit, ob es ein Augenkontakt ist oder Worte. Es sollte irgendwie einen persönlichen Austausch geben. Ist das Geheimnis wahrer Schönheit, dass sie nicht Optik ist, sondern eine Sprache? Ein Ausdrucksmittel, das einen Sender braucht und einen Empfänger? Guido Maria Kretschmer sucht seine Models genau nach diesem Prinzip aus. Also ich buche häufig Mädchen, die ich schon gut kenne, weil ich das mag, wenn ich Vertrauen habe zu denen. Und häufig sind es Mädchen, die mich gleich berühren vom ersten Moment. Das ist, was mich am meisten anspricht bei Models. Um andere in diesem Wettbewerb zu schlagen, musst du etwas haben, das die anderen nicht haben. Es könnte deine Persönlichkeit sein, deine Art, dich zu bewegen, dein Wille, den Job zu bekommen oder dein soziales Netzwerk. Du musst einfach hart arbeiten, um besser zu sein als die anderen. Bring das extra, das die anderen nicht haben, egal worin. Es geht darum, sich von den anderen Mädchen abzuheben. Am Ende geht es nicht nur ums Aussehen, sondern um etwas viel Wertvolleres. Einzigartigkeit. Der X-Faktor. Unbezahlbar. Welchen Preis der Einzelne bereit ist, für seinen Erfolg in diesem Milliardengeschäft zu zahlen, das entscheidet jeder auf seine Art. Kira hat gerade in Russland ihren Sohn wiedergesehen. Sie will in Zukunft als Model kürzer treten und versuchen, sich beim russischen Fernsehen als Sportkommentatorin einen Namen zu machen. Am glücklichsten fühle ich mich, wenn ich nicht an Schönheit denken muss. Wenn ich zu Hause bei meinem Sohn bin, dann fühle ich mich schön. Doch wer seinem eigenen Stern folgt und weiß, dass es hinter jeder schönen Fassade immer noch eine zweite Wahrheit gibt, kann in diesem milliardenschweren Geschäft nicht nur Erfolg, sondern auch viel Spaß haben.